Das Traumazentrum muss da drin sein. Hallo und willkommen zurück hier bei The Last of Us 2. Am Krankenhaus angekommen nach einem Horrortrip durch ein Hotel zusammen mit Lev, aber wir sind da heil rausgekommen, wie man sieht, und wir sind jetzt hier am Krankenhaus. Und Gott sei Dank ist das hier ja mal so ein bisschen zum Durchatmen, so ein bisschen zum Runterkommen nach diesem ganzen Kram. Ich weiß gar nicht, welches Gebäude das war, wo wir durch sind. War das das? Es könnte sein, dass das Hotel ist. Und dann haben wir uns da... Naja, ist ja wurscht. Hier ist auf jeden Fall ein Lager der Wolves. Und es ist ruhig. Wir sind Abby, jeder kennt uns. Räumt ihr hier immer noch auf? Yep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja. Wir haben noch einige Etagen vor uns. Oh, das ist gut. Viel Glück. Denn ich brauche Zeug. Und ihr habt doch hier unten bestimmt, was ich suche, oder? Komm schon, es ist kein Hexenwerk, was ich hier haben will. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was sei nackt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby, Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Oh. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Nee. Du wirst dir die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Okay. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat auch... Moment. Alles okay. Okay, wie auch immer. Was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat?
Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Super. Im schlimmsten Fall, such nach Krankenwagen. Die sind sauber. Ich habe da schon Glück gehabt. Gute Idee. Na, das klingt ja spitze. Scheiße, Alter. Das ist doch mal wieder typisch. Ground Zero. Als hätten wir noch nicht genug Stress. Alles klar? Dein Überleben sei lang und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Schnell wird er garantiert. Bald, hoffe ich. Ja. Deiner wird nicht so schnell, Nora. Ich weiß nämlich, was mit dir passiert. Oh Mann, ey. Ja, Ground Zero. Super. Das hab ich gebraucht. Warte mal, hab ich volle... Nee, siehste? Kann ich noch ein bisschen was machen. So. Da... Geht's schon mal nicht lang? Geht's noch ein Ticken hier irgendwo zurück? Nee, da nicht. Hier komme ich auch nicht zurück. Alles klar. Okay, dann war das doch der richtige Weg. Ich dachte, da wäre noch irgendwo eine andere Tür gewesen. Okay. Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Ja, dann mal los. Moment mal, habe ich... Geht's weiter? So, ich kann jetzt nur hoffen. Oh, da geht's auch runter. Moment, dann gehe ich aber erstmal hier durch. Muss ich da kriechen? Ja. Hier durch. Und dann. Oha. Was sind das für komische Geräusche? Hey. Oh. Sorry. Gott. Was gibt's zu berichten? Jake, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr nach Hause. Ich würde alles dafür geben, jetzt bei dir und Susie zu sein. Ich verstecke mich mit einigen meiner Kollegen. Die Tür ist verbarrikadiert und diese Kreaturen sind auf der anderen Seite. Es ist alles viel schlimmer, als wir dachten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand unseretwegen herkommen wird. Zumindest nicht rechtzeitig, um uns zu retten. Ich hoffe, dass du eines Tages diesen Brief erhältst. Und ich hoffe, du und Susie werdet euch an mich erinnern. Ich liebe euch beide so sehr. Scott. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Nee. Sind aber... Aber sind sie angegriffen worden? Nee, sie haben sich selber erschossen, oder? Naja. Okay, kurze... nee, das wollte ich eigentlich nicht, aber... So, ich mache mir mal hier... So, jetzt ein Schalldämpfer. Ein Satz Messer. Ja, Brandmunition ist auch immer gut. So. Jetzt. 10 Schuss dafür. Flammenwerfer, ja, geht so. Ist jetzt nicht mehr allzu viel, aber... So. 12 Schuss dafür. Nur 2 Schuss dafür. Schrotflinte. Ich mache mal die Schrotflinte rein. Da habe ich 2 Schuss Brandmunition und keine Schuss normale Munition. Okay, dann behalte ich die mal drin, falls hier ein Riesenviech kommt. So ein Bloater oder so ein Shambler, dann kann ich da immerhin mit Brandmunition aufwarten. So.
gar nicht so schlimm aus. Ja. Sag das nicht zu früh. Es geht immer noch eine Etage tiefer. Und die Geräusche, die sind auch überhaupt nicht angenehm. Okay. Ist natürlich zu. Wäre ja auch zu einfach. Ach, Mann. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Dann da runterspringen, oder was? Ja, na gut. Kapelle? Hier könnte ich immerhin ein bisschen Stuff finden. Ein paar Pillen und so weiter. Ja, guck mal. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Fedra hat ein bisschen Munition hier rumliegen. Wollen die heute wirklich wieder da reingehen? Jedes Mal kommt nur die Hälfte des Trupps wieder raus. Wir haben das Labor verloren. Ich glaube wirklich, das war's. Und tut mir leid, dass wir wie in der Schule Zettel hin und her schieben, aber ich traue diesen Soldaten nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum bringen die uns nicht hier raus? Sie sagen dauernd, die Evakuierung findet statt, sobald sie sicherstellen können, dass das Gebäude eingedämmt werden kann. Ich meine, sehen oder hören die denn nicht, was da unten los ist? Das Thema ist doch durch. Ich glaube, es geht nicht um Eindämmung. Ich glaube, es geht um die Forschungsdaten. Wir müssen hier weg. Unsere Freunde da unten könnten noch am Leben sein. Du hast doch gesehen, was diese Viecher machen. Das hat keiner überlebt. Zumindest nicht so lange. Es ist schrecklich, aber sie sind tot. Was schlägst du vor? Ich sehe Scott mit den Soldaten streiten. Er hat offensichtlich genug von all dem hier. Wir holen ihn und suchen einen Ausgang. Warten wir noch einen Tag ab. Mal sehen, was die neuen Soldaten machen. Einen Tag. Dann handeln wir. Danke. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Jo. Das, was haben wir hier? Oh, Schrotflintenmunition. Gib mir alles. Das, ein Lappen. War das ein halbes Ding? So, dann habe ich noch ein bisschen Reserve für etwaige andere Sachen. Das ist Emergency Room, okay. Von da oben kam ich. Hier komme ich, glaube ich, nicht durch. Was ist das? Oh. Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir hergekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern, aber an manche sind wir aufgrund der Übermacht der infizierten Patienten nicht herangekommen. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke reißen. Ich habe mehrere Bisswunden an Armen und Beinen. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugeln zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit. An den Finder. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht so blöd seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Ihr habt euch gut gerettet. Okay. Was willst du mir hier drin? Ah, alles klar, okay. Nimm ich gerne entgegen. Warnung. Sie betreten eine überwachte Zone. Bei Zuwiderhandlung Schusswaffengebrauch jederzeit möglich. Aha. Oh. So, wo sind wir? Intensivcare, Oncology. Ich kann... Achso, ja, da war ich. Nee, dann geht's hier. Das Traumazentrum muss da drin sein. Ja. Notaufnahme, Quarantänezugang. Ja, ganz großartig. Das ist ja richtig vertrauenerweckend. Maske auch noch. Toll. Ganz toll.
Oh Mann, ey. Ganz ehrlich. Ey, Alter. Ich würde ja einen Scheiß tun und hier unten alleine reingehen, wa? Die hat aber auch Eier, die Frau. Was zur Hölle? Ja, gut. Hey, das ist zu viel. Zu viel was? Hä? Notaufnahme. Nee, dadurch. Ich fühle mich mehr oder weniger gerüstet. Allerdings, ja, genau das. Es ist viel zu ruhig. Es ist viel zu ruhig. Und das ist nie gut. Ja, natürlich. Jetzt flackert auch noch. Komm, ey. Na, du? Willst du nicht? Ah. Komm schon, gib mir irgendwas. Na, nee. Nada. Das wäre ja auch zu schön. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, hier ist auch was. Allerdings glaube ich nicht, dass ich das hier unten so schnell finde. Aber ein bisschen Zeug liegt hier rum. Okay, das heißt... Warte mal, ich kam von da. Hier geht es weiter. Okay, ich muss mal Raum für Raum durchgehen. Vielleicht haben wir doch Glück. Mal sehen. Aber hier ist auf jeden Fall, keine Ahnung, Klebeband oder ein paar Pillen müssen hier noch rumliegen oder eine Schere oder so ein Kram halt. Ne? Das können wir alles wunderbar gebrauchen. Sprengstoff hätte ich jetzt weniger in dem Krankenhaus erwartet, aber okay. Flammenwerfermunition noch weniger. Aber das nehme ich immer gerne. Krankenwagenzufahrt. Hey! Du brauchst Strom. Toll. Oh ja, das erinnert mich an... So ein paar, ne, Generator anschmeißen und dann. Und dann geht's los mit dem Chaos. Das kennen wir doch. Ah, warte mal. Kann ich denn hier nicht einfach. Jo. Ein Zettel? Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können uns nicht so behandeln. Ich verstehe ja, dass sehr viele Menschen krank sind, aber hierher abgeschoben und von meiner Frau getrennt zu werden, ist inakzeptabel. Ich warte hier schon über 3 Stunden, ohne irgendwelche Informationen zu bekommen. Der Arzt hat meine Bisswunde mit Salbe eingerieben und ist dann verschwunden. Es tut weh und es scheint schlimmer zu werden. Bitte geben Sie diese Nachricht sofort an Ihren Vorgesetzten weiter. Hochachtungsvoll, Don Carter. Ich bin hungrig aufgewacht, aber ich kann nichts bei mir behalten, nicht mal Wasser. Ich habe höllische Kopfschmerzen. Die Schreie draußen machen es noch schlimmer. Warum wurde ich hier eingeschlossen? Irgendjemand muss kommen. Ich will Sascha sehen. Ich will zu meiner Frau. Sascha, Hilfe, ich kann nicht klar denken. Ich kann kaum schreiben. Kann ich schlafen? Hunger? Lasst mich raus. Hunger, meine Augen, Sascha. Wo bin ich nur reingeraten? Du bist an den beschissensten Ort geraten, den man sich nur aussuchen kann. Aber was tut man nicht alles für andere? So, hier denke ich mal, ist genau der gleiche Scheiß. Trauma Center. Scheiße, was ist das? Oh Gott, willst du mich verarschen? Dann also zum Operationssaal. Och, ich habe Gänsehaut. Alter. Das klang wie ein Bloater oder so. Aber ein richtig dicker. Oh Mann, ey, warum tue ich mir das an?
Jetzt hätte ich natürlich gern... Warte mal, 50. Lauschmodus Klarheit, nee. Bewegungsgeschwindigkeit mit gepacktem Gegner bringt mir hier auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Schnellere Zielbewegung, ja. Oder verbesserte Rohrbomben. Fertige effektivere Rohrbomben an, die in einem größeren Bereich tödlich sind. Alles, was mir hilft. Skalpell. Alles, was mir auch nur ansatzweise hilft. Surgery. Operationssaal. Gut. Ja. Okay, da sind wir schon. Alles klar. Die sind hier drin? Ach, das ist auch zu mit so einer... Das ist auch zu. Hier habe ich ein Kabel. Oh mein Gott, ey. Und wenn ich den Strom aktiviere, kommen die natürlich alle raus. Weil sich Türen... Warte mal, du... Du bist mir ein bisschen suspekt. Ja. Warum habe ich keine Nahkampfwaffe? Hey, hey, hey. Boah, wie sie da drin alle ausflippen. Wie sie alle ausflippen. Hier, guck mal. Komm her. Ist da noch einer? Komm her. Wir sind hier unter uns. Oder? Sind wir unter uns? Wie sie ausrasten da drin. Hier ist auch einer. Ach du Scheiße. Oh, ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh Mann, ey. Was ist das? Dr. Kaila Higashi. Steven, ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ich nur die Tests machen und die Daten protokollieren soll, aber ich komme mit so viel Schmerz nicht klar. Ich habe einige von den Soldaten ins Traumazentrum begleitet. Ich hätte da gar nicht reingehen dürfen. Ich habe gesehen, in was sich die Patienten verwandeln. Jeder Erwachsene und jedes Kind, das mit einem Biss oder einem Kratzer hier ankommt, wird seinen Verstand verlieren und wir lügen sie weiterhin an. Ich habe darum gebeten, nach Hause zu dürfen, aber mir wurde gesagt, ich müsse weitermachen. Irgendein Blödsinn über nationale Sicherheit. Sie haben mir angeboten, ein paar Stunden in einem der Büros zu schlafen. Steven, du musst mich hier rausholen. Ich krieg noch einen Nervenzusammenbruch. Ja, das kann ich gut verstehen. Als ob sie immer noch hier rumkriechen. Ja, tun sie auch. Da, in ihren komischen... in ihren Zellen. Du hast auch Strom. Ja, okay. Aber... Moment mal. Ach so, da... Okay, das habe ich eben nicht gesehen, diesen Eingang. Das wäre jetzt eine Hilfe. Huch. Alle. Ja, jeder. Manny wäre großartig. Manny ist auch Owen, Mel, alle. Lev, mir egal. Sogar Isaac würde ich hier drin begrüßen. Ich glaube sogar, wenn Ellie hier unten wäre, dann würden die irgendwie zusammenarbeiten. Obwohl. Wer weiß. Okay, das sieht gut aus. Das sieht mir nach Strom aus. Aber wenn ich das jetzt aufmache, Leute... Ja, hier ist nochmal schön viel Stuff für der Kram, für den Kram, der gleich kommt. Alter, ich kann nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr. Das ist vollständig. Wir haben keine Nahkampfwaffe, was ein bisschen scheiße ist. Ich habe zwei Messer. Hier habe ich genug Munition. Sollte ich mir noch Brandmunition machen? Oder eher... was aufsparen für...
Medikits. Ich spare mir das auf. Pillen habe ich sowieso nicht genug. Okay, dann ja, hier mal gucken. Was würde ich denn jetzt gebrauchen? Den Flammenwerfer kann ich nicht aufwerten. Ja. Ich sehe schon. Definitiv Schaden. So. Okay. Hier noch irgendwas? Nein. Rückstoß kann ich ja auch nicht gebrauchen. Hier kann ich auch nichts machen. Okay. Ich nehme mal anstatt dem Teil nämlich den Flammenwerfer rein. Die hier in die Hand. Komm, Alter, dann nehme ich gleich mal die Brandgranaten. Hä, habe ich da nicht eben noch 8 Schuss von gehabt? Oder würde ich 8 haben, wenn ich die jetzt herstelle? Ah, okay. Ach nee, 8 ist maximal. Okay, 5 ist aber auch okay. Ist auch okay. Oh Mann, ey. Ich will diese Tür nicht aufhaben. Fuck. Okay, na dann. Na los. Trau dich. Es geht hier um Yara. Scheiße, ey. So, das läuft. Und jetzt? Ja. Ja, da höre ich schon die ganzen Türen, die aufgehen. Na, ganz toll. Jetzt wird's bitter, Leute. Jetzt wird's richtig bitter. Okay. Scheiße. Ja, was hast du denn erwartet? Die auch? Ist das der gleiche Raum? Ja. Okay. Wow. Oh, fuck. Verdammt nochmal. Wieso konnte sie ihr Messer da nicht einsetzen? Ach, diese verdammten Viecher in den Wänden, ey, wie ich sie hasse. Okay, weißt du, was ich jetzt mache? Wo war er? Er war da, oder? Du kriegst sofort jetzt schon eine rein. Jetzt weiß ich's ja. So. Okay, ich muss richtig die Augen offen halten für so einen Scheiß. Denn ein kleiner Fehler bedeutet hier sofort K.O. Zum Glück habe ich einen Schalldämpfer gehabt. So, okay, weitere Wucherungen sind hier nicht. Wo sich irgend so ein Viech verstecken könnte. Nee, alles klar. Oh, hey! Jetzt brauche ich natürlich genug Messer, ne? Sonst ist das hier sowieso alles für den Arsch. Was ist das? Das sieht aus wie... Hä, das sieht aus wie C4 mit dem Zünder da oben dran. Aber das glaube ich nicht, dass es das war. Ich habe keine Schere, natürlich nicht. Oh Mann, ey. So, 2 Klicker springen jetzt hier rum, ist das richtig? Das heißt, ich muss schießen. Da ist der nächste.
Da, wo ist jetzt sein Schädel? Der ist da oben, oder? Ja. Komm schon, gib mir eine Schere, gib mir eine Klinge, irgendwas. Ich muss ein Messer machen. Leute. Ach, verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Okay, wie bist du so drauf? Da ist auch noch ein offener Raum. Ich kann ihn aber auch nicht anders erledigen, oder? Es geht nur mit dem Messer. Oh Gott, gut, dass er hier keiner ist, der aus der Wand geschissen kommt. Ohne Vorwarnung. Okay, ich habe hier aber alles andere erledigt. Das heißt, ich kann jetzt hier mal ein bisschen mehr auf Risiko gehen. Hallo? Bist du ein Klicker? Du machst gar nichts, wa? Da ist eine Klinge. Ja, ja, hab ich. Moment. Schön erstmal eine Klinge basteln. Dann hätte ich gern jetzt noch eine. Wenn es geht. Ich weiß, es ist ein bisschen zu viel verlangt. Das sollte die Sache erleichtern. Ja. Wo sind die scheiß medizinischen Vorräte? Komm schon, komm schon. Ach, verdammt nochmal. Lass einen Krankenwagen im Parkhaus sein. Die Tür ist offen, ja, das stimmt. Also wir können jetzt zumindest die Tür zum Krankenwagen oder zum Parkhaus öffnen. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, da ist ein Medikit, aber ich brauche, glaube ich, nichts, oder? Nee. Das, Pillen. Noch irgendwo? Irgendwas? Nee. Gut. Ja, komm. Das mache ich mal. 4 Schuss damit ist eigentlich ganz in Ordnung, oder? Ja. So. Moment mal. Recovery? Wo kam ich her? Da muss ich rein. Emergency Room. Oder? Alter, Leute. Oh, scheiße. Warte mal. Nee, nee, nee. Gott. Was für eine Tür ist das? Was ist das? Oder was war das? Ey. Alter, seid ihr denn wahnsinnig? Und was auch immer das war, es ist natürlich jetzt hier. Ja, na klar. Und ab ins Parkhaus. Genau da, wo ich hin muss. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, leck mich doch am Arsch. Scheiße, wer war das? Wer? Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas mit einem Wehr zu tun hat. Oh, keine Mann, Panik. Ey. Hol das Zeug und nichts wie Ja, ja, keine Panik. Sie ist gut, Alter. Sie ist gut. Wo muss ich denn hin?
Meine Nerven. Meine Nerven, Leute. Ich halte es nicht aus. Da? Moment mal. Das sieht aus wie eine Schleuse. Okay, ist aber zu. Okay. Da ist ein Krankenwagen. Das war zu laut. Das war zu laut. Nicht hin. Nein. Ja. Oh, Gott, oh, danke schön. Okay. Gleich gibt's was zu feiern. Nix wie raus hier. Verstau das Ding. Und dann weg hier. Oh nein. Das ist das Viech. Holy shit! Bist du wahnsinnig? Was zur Hölle? Ey, Gott sei Dank habe ich den Strom angemacht. Ey, hier Junge, friss das. Wo muss ich lang? Alter Scheiße. Ne. Okay. Ich gebe... Okay, also einfach raus. Ich scheiß jetzt drauf. Oh Mann. Zieh, Junge. Abby. Oh Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Das war's. Ey, Alter, warum? Wo soll ich denn hin? Kann ich gegen die nicht kämpfen oder was? Wenn du überfordert bist, ist Flucht manchmal der beste Weg, um zu überleben. Ja. Gut. Flucht finde ich wunderbar. Komm schon, mach den Scheiß auf. Ja. Oh, fuck. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo lang. Ich sehe doch nichts. Oh, Scheiße. Au. Verdammt nochmal.
verrenn, du ekelhaftes Scheißvieh. Was? Och ja. Nö, ja, ja, genau. Leck mich doch! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin völlig fertig. Aber wo ist das kleine Viech? Oder habe ich das mit dem... Moment mal. Ey, da wirst du doch bescheuert hier, Alter. Moment mal, wo habe ich das kleine Viech? Hier irgendwo. Tja. Er scheint hier aber nirgendwo mehr zu sein, beziehungsweise gerade ist es auch ruhig. Okay, ey, raus hier, raus hier. Ist mir jetzt scheißegal. Noch einmal schnell alles durchgucken. Hier lag nämlich eine ganze Menge rum, aber ich hatte keine Zeit, hier irgendwas aufzuheben. Guck mal da, Flammenwerfer. Schrotflintenmunition. Der ganze Kram hier. Komm, alles einstecken und nix wie weg. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier noch. Gleich nicht mehr. Was ist das denn hier? Es lebt noch, ist auch ein schöner Begriff. Okay, komm, ich will hier raus. Ich hab keinen Bock mehr. Muss ich hier raus? Fuck. Na komm, mach's uns beiden nicht so schwer. Besonders mir nicht, bitte. Kein Bock auf diese Scheiße hier. Oh, fuck! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Alter! Verbinde dich, Ellie, verbinde... Abby. Fuck. Komm her. Verdammtes Mistviech.
Scheißteile! Scheißteil! Verfickte Scheiße! Da wirst du doch bescheuert hier in diesem... Ground Zero. War die beste Idee, hier unten reinzugehen, ganz ehrlich. Aber wie viel Stuff hier noch liegt. Fedra, sag ich schon, Wolves, ihr solltet echt mal überlegen, hier runterzukommen. So, komm schon. Bitte geh auf. Okay. Ich rüste mich für alles. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt hier irgendwas verschwende. So. Die Scheiße glaubt mir, dass der Mensch. Das ist eine Münze. Hawaii. Ich habe schon ewig keine Münzen. Ich habe wahrscheinlich so viele Münzen verpasst. Ersatzteile. Oh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Ey, Gott sei Dank bin ich aus dieser Scheiße da unten raus. Alter.